Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück zu Nioh 2. Die Beta im PSN läuft nur noch bis 9 Uhr heute Morgen. Deswegen jetzt nochmal ganz schnell die letzte Folge unseres Beta-Let's Plays aufnehmen. Allzu viel möchte ich hier eh nicht vorwegnehmen, aber eine Folge wollte ich zumindest noch machen, um diesen blöden Affen zu besiegen. Die Handschuhe des Feuerlegers. Das sieht ja auch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend aus. Mein Mikrofon ein bisschen höher. So, ha, besser. Gut, heilen sollte ich mich auf alle Fälle. Und dann am besten schnell hier durcharbeiten. Hier hoch. Dann oben den Typen weggeschöllert. So, die 4 Pfeile mitnehmen. Dann das kleine Viech. Ah, guck mal, den kann ich auch einfach so besiegen. Geht das bei dir auch? Nice, hier mit Headshots und so arbeiten. Ja, Pfeil und Bogen gar nicht mal so unpraktisch. Aber ich merke gerade, er hat sich ja trotzdem zurückgesetzt. Wow, fuck. Ah, jetzt habe ich ja fast keine Lebenskraft mehr. Jetzt bin ich hier auch irgendwie runtergefallen. Okay, das war alles wieder mal nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ich kann aber wieder in den Modus springen, glaube ich. Ah ja, guck mal, mit der Waffe klappt es. Mit der Waffe würde das funktionieren. Also an diesem Gegner tue ich mich auch echt verdammt schwer. Aber ein schönes Zeichen auch für euch, dass Nioh eben kein einfaches Spiel ist. Das soll es ja auch nicht sein als Souls-like. Ob die Entwickler das auch so sehen, dass es ein Souls-like ist, ich glaube es ja beinahe nicht. Aber was interessieren mich die Entwickler? Ich will meinen eigenen Spaß. So, und dein Spaß ist zu sterben. So, Seelenkern her. Krass. Einfach mal getuhittet. Von Gaki totgebissen. Ah, warte mal, wir können ja eigentlich auch nochmal unsere... Obwohl, das mache ich ja gar nicht hier. Meine Talentpunkte mache ich ja, glaube ich, hier, ne? Genau, Fähigkeiten, Anpassung. Jetzt haben wir ja alles schon so ein bisschen. Nee, wir haben ja auch... Fähigkeiten erlernen, genau, im Fähigkeitenmenü.
Samurai oder Metamorph? Ach, du Schreck. Ich habe 2 Punkte frei. Fließendes Wasser erlaubt dir bei perfekten Ausweich-KI-Impulse zu benutzen. Aha. Oh ja, in hoher Haltung erhöht deine Angriffskraft, wenn du das Yokai-Reich mit einem perfekten KI-Impuls reinigst. Reinigen. Wie reinige ich das nochmal? Erhöht den Schaden von Bögen um 5%. Angriffe mit bloßen Händen nochmal erhöht. Ich nehme jetzt erstmal der Einfachheit halber erstmal Bögen mit. Lundenschlossschaden. Ah ja, um mehr Pfeile tragen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann könnte man jetzt hier einfach alles nach und nach durchgehen. Genau. Also es gibt dann auch verschiedene Arten von Talentbäumen, in denen man investieren kann. Vieles habe ich noch nicht so richtig begriffen. Dafür reicht auch die kurze Spielzeit nicht aus. Vieles hebe ich mir ja auch noch für die Vollversion dann auf, wenn sie dann erscheint. Im Mai übrigens. So, wo ist jetzt eigentlich mein Überrest? Ah, den habe ich. Okay, ich könnte jetzt einen Angriff nochmal auf den Burschen da unten wagen. Irgendwann kriege ich den down, Leute. Der hat natürlich auch einfach mal Tricks drauf, ne? Aber ich habe auch 2, 3 Tricks auf Lager. Zum Beispiel den ich warte, bis ich weiterkämpfe, Trick. Nein, oh Gott. Du bleibst schön im Kampf. Nein, 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 nein. Nein! Wie so, jedes verdammte Mal, wenn ich ihn echt kurz vorher habe, kriegt er mich nochmal. Das ist aber auch ein Bastard. Ohne Witz, Leute. Das ist ein richtiger Bastard. An dem tue ich mich aber auch was schwer, ey. LOL.
Junge. So, jetzt habe ich Steine und alles. Aber noch keinen blassen Schimmer, wie ich... Also ich kämpfe immer noch gegen den Großen hier. Ist fast schon so schwer wie Miniboss, ey. Hallo. Und da haben wir ihn. Oh, endlich, ey. Oh, Leute, ey, jetzt war jetzt aber auch eine Geburt. Ja, sehr gut mit dem Angriff von oben und so. Und wie reinige ich jetzt hier eigentlich? Das weiß ich nicht. Also, den Kristall hier muss ich zerschlagen. Okay, damit ist auch dieses ganze Gebiet hier gereinigt. Yay, und ich habe noch ein paar Items erhalten. Oh. Ups. Nicht schlecht. So. Okay, also ja, ihr seht auf jeden Fall, es ist alles... Wow! Dich hab ich hier gar nicht erwartet. Ich bin hier bei ihr beim Timing halt immer so richtig schön scheiße. So. So. Und deinen Seelenkern nehme ich auch noch mit. Junge, 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 Junge. Was man hier so alles erlebt in Nioh 2. So, was man hier hinten nochmal gecheckt. Du siehst ein bisschen seltsamer aus. Hallo sagen. Es scheint etwas zu wollen. Was willst du denn? Hm. Kann man hier so Sachen ablegen? Wartet mal. Ups. Wow. Hat uns das Ding da so runtergestoßen oder war das, weil ich aus Versehen geschlagen habe? Hm. Ich glaube, das war, weil ich aus Versehen geschlagen habe. So, ich gebe jetzt mal irgendein Item raus. Gegenstände. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal einen Stein. Hm. Ich kann keinen Stein geben. Bindung entfernen. Wegwerfen. Ein.
Hm. Oh. Ah, er hat jetzt den Stein genommen und mir viele kleine Geistersteine gegeben. Vielen lieben Dank und ein Feueramulett. Das ist ja nice. So ein Tausch-NPC gibt es ja bei Dark Souls auch. Ah, nicht ganz so schnell hier. Wer weiß, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall erstmal ein neuer Schrein. Neuer Schrein ist mal ganz gut. So. Genau, Seelenkerne gereinigt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen bekommen habe, der besser ist. Der Enki, vielleicht Stufe 3. Ganz kurz mal bei Seelenkerne gucken. Seelenkerne ist sogar noch Seelenfusion. Zum Beispiel Garki. Mit Material Garki. Ah ja, erreicht. Garki 5. Ja. Nice. Also kann ich auch jetzt mit Enki mit Material. Wartet mal, es ist Enki 3 mit Enki 7. Ergibt Enki 7. Okay, da habe ich jetzt nichts gewonnen. Okay, aber ich habe zum Beispiel Enki 7. Habe ich auch schon eingelegt. Das ist Ruherituale. Führe Ruherituale durch, um dich unnötiger Seelenkerne zu entledigen und Seelenfragmente zu sammeln. Achso, okay. Okay, jetzt kann ich einfach nur Sachen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Zum Beispiel könnte ich jetzt wegpacken hier dies. Hier die zum Beispiel. So, Ruheritual. Zack. Und dafür jetzt. Ah ja, Seelenfragmente bekommen. Okay. Stufenanstieg lohnt sich noch nicht. Das klingt schon mal. Ah, Tür muss von der anderen Seite geöffnet werden. Das heißt, wir müssen jetzt hier über diese Reisfelder, wo schon diese kleinen Garkis da vorne auf uns warten. Ich finde, die Gegner sehen nochmal echt um einiges cooler aus als in Nioh 1. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ja, diese Garkis lauern hier im Wasser. Um ehrlich zu sein, nach diesem Super Enki. Ah, ich sehe schon da vorne. Wow. Nach diesem Super Enki brauche ich jetzt auch eigentlich gar keinen Bosskampf, um ehrlich zu sein, um zu wissen, dass dieses Spiel auf jeden Fall nicht so leicht ist. So, da vorne ist nochmal eine Trap. Das sehe ich schon von hier. Okay, doch nicht. Okay, was bist du? Eine Katze. Okay, die Katze, die ist süß. Und irgendwas hat sie jetzt mit uns gemacht. Hat sie uns gebufft? Nee, sie folgt uns jetzt. Okay. Und rollert hier so hinter uns her. Eine Rollkatze. Oh, sie macht auch Damage. Sie kämpft mit. Sehr nice. Oh, fuck. Aber hat nicht gereicht. Bin trotzdem gestorben. Aber ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich nicht auch langsam mal einstellen kann, dass ich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Heilkram dabei habe. Lasst mal schauen, das machen wir über worüber ging das nochmal? Über Segen? Nee.
Opfer darbringen auch nicht. Wobei ging das nochmal? Wir haben das letztens erst gesehen. Oh, wie ging das nochmal? Ich habe das doch letztens erst gesehen. Da war das doch so mega cool. Oder ging das über die Talentpunkte? Nee, hier habe ich meine Fähigkeiten. Oh, ich habe das doch letzte Folge erst gemacht. Wo ging das denn nochmal? Nee. Hierüber definitiv nicht. Das ging irgendwie so ähnlich wie im ersten Teil schon. Stufenaufstieg war es nicht. Opfer darbringen. Kodama Bazaar. Hier kann ich nur Sachen kaufen. Opfer darbringen. Kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich will jetzt hier irgendeine Waffe wegpacken. Bekomme ich diesen göttlichen Reis für? Kodama Segen. Ja, ein bisschen mehr Elixier finden ist ja auch eigentlich nicht schlecht. Aber nicht das, was ich machen will. Seelenkerne. Ne, nichts von dem, was ich eigentlich brauche. Also irgendwie bin ich jetzt gerade total lost. Und das tut mir auch sehr leid. Weil ich will eigentlich nicht lost sein. Irgendwie ging das beim letzten... Ich hatte es doch beim letzten Mal erst gemacht. Hm. Oder ging das hier mit und ich habe es beim letzten Mal nur einfach so gemacht? Okay, schreibt es mir in die Kommentare oder ich muss das nochmal nachschauen. Also irgendwie bin ich jetzt gerade mal wieder zu blöd. Aber gut, bin ich halt zu blöd. Das ist auch nicht das erste Mal. Ich gehe jetzt hier hinten lang. Die Katze ist leider nicht mehr da. Aber die beiden, die folgen mir jetzt, oder? Nee, sie folgen mir nicht mehr. Ja, der Shooting-Fred ist da oben jetzt leider gerade unterwegs. Oh, Verbindungsfehler ist aufgetreten. Okay, aber hat jetzt erstmal anscheinend uns nicht so betroffen. So, Pfeil für mich. So. Schon wieder, ey, vom Timing her so richtig beschissen. Wow. Was ist das denn? Ich drück die ganze Zeit und ich schaff's vom Timing halt überhaupt nicht, ne? Ich hab meine ganze Heilung fast an ihr verbraucht, ne? Also das ist ja... Kannst ja niemandem sagen hier.
kannst ja niemandem zeigen, was wir hier machen, ey. So. Ja, da oben ist nochmal so ein... Ist das nochmal so ein Enki-Dämon? Oh Gott, nochmal so ein Enki-Dämon. Also ihr merkt, hier hat man echt richtig viel Spaß. Es wird so cool, wenn man dann wirklich das Let's Play dazu starten, wenn ich mich dann auch wirklich ein bisschen mehr in die Welt hier einfriemeln kann. Wow, ich kann hier so... Oh. Wow! Was war das denn für ein nicer Move gerade? Kann ich auch so Sprungangriffe machen? Also wirklich aus dem... Ja! Ja, oh, fuck, ist natürlich jetzt ein großer geworden. Und der hat mich abgesäbelt. Alter. Ja, okay, also er hat sich jetzt quasi an mir aufgepumpt und ist ein größerer Yokai geworden. Yokai ist not okay. Oh, fuck it. Nein! Oh, fuck. Ja, ich war halt im Stun. Ich war im Stun. Deswegen kam ich da nicht raus. Ja, Leute, viel Spaß hier mit Nioh 2. Ihr werdet ihn haben. Ah, das Spiel ist wirklich... Nein! Also ich bin schon wieder... Wie oft ist man hier eigentlich gestunt in diesem Spiel? Nioh 2 ist so der einzig wahre Stun-Simulator. Ja, weil halt meine Ausdauer leer ist. Und wenn meine Ausdauer leer ist, stehe ich halt kurz wirklich so richtig still. Man muss sich halt auch noch Combo-Attacken freispielen für die einzelnen Stances. Also, wie gesagt, das Kampfsystem ist hier wirklich recht umfangreich. Also ich mache hier auch wirklich nur wieder gerade so den Low-Kram. Den absoluten Low-Kram. So. Ja, super. Jetzt wo ich es mal hinkriege, hier mal ein bisschen was zu tun, habe ich halt noch den Feuerfred da oben an der Backe. Und ich drücke und ich drücke und ich drücke und da passiert nichts. Immerhin noch einen Seelenkern gibt es. Oh. So, mein Freund. Ja, ja, du da oben, du nervst mich gerade richtig. Alter, ja, komm, hau mir halt eine rein, ey. So, wir gehen jetzt erstmal hier hinten lang. Also Garkis gibt es ja hier nun wirklich nicht en masse. Ich bin schon wieder festgesetzt. Also ihr habt es auch gerade gesehen, hier lassen dann diese angesetzten Combo-Attacken, die man hier machen kann. Da gibt es hier halt echt einige Möglichkeiten. Also in den verschiedenen Stances, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier oben bin. Da ging gerade mehr, wartet mal. Oder war das hier, wo ich gedrückt halten musste?
Genau, so. Das meinte ich, genau. So ein bisschen wie bei Monster Hunter. Also hat dann jede Stance ihre eigene Combo. Und die kann man auch noch erweitern, habt ihr ja gesehen hier. Und zwar hier bei Fähigkeiten Anpassungen könnt ihr halt dann auch hier einstellen, was ihr mit den einzelnen Haltungen so alles haben wollt. Also das ist schon alles sehr umfangreich. Da muss ich mich auch erst reinarbeiten. Also jetzt da was zu erklären macht kaum Sinn, weil ich habe ja selber kaum Ahnung davon. So, mein Problem ist eigentlich jetzt gerade da vorne ist so ein Enki. Und der ist schon ganz schön... Der ist schon ganz schön mies. Ich glaube, den muss ich auch nicht zwingend erledigen. Ich kann auch hier unten lang. Ich jetzt sage so, ich will jetzt... Oh Gott, was? Ich weiß nicht, was du bist. Ich weiß nicht, was du bist. Okay. Wisst ihr was? Ich renne jetzt einfach an der da vorbei. Hi, na? Und öffne hier unten erstmal dieses Tor, um mich die Querverbindung zu öffnen, um diesen sehr schwierigen Einstiegsweg hier nicht mehr machen zu müssen. Um dann zu sagen... Wow, ausnahmsweise habe ich mal nicht den Kürzeren gezogen. Ich bin ja begeistert. Ich muss auch gleich mal meine Rüstung checken. Ich habe super viele neue Teile bekommen. Ob da irgendwas dabei ist, was mir was bringt hier. Die Klinge zum Beispiel. Habe ich mittlerweile hier, naja, ein bisschen was Neues, aber auch eigentlich nicht so. Die Blutspinnenklinge ist einfach aktuell... sehr gut. Der Langbogen, da habe ich einen schwächeren gefunden. Bei der Haube, ja, da habe ich den Helm des Mino-Veteranen. Sieht sehr geil aus. Mikawa-Krieger. Ja, nicht so gut wie das Gewand des Fährmanns. Zumindest jetzt was. Ja gut, Gesundheit plus 23, ne, ist eigentlich auch nicht schlecht. Sieht aber dann nicht so gut aus. Bleiben wir bei Fährmann, sieht einfach besser aus. So, Handschuhe des Mikawa-Kriegers. Hätte ich auch noch des Feuerlegers mit Angriffsschaden auf bloßen Händen oder mehr Feuerschaden. Mache ich aber beides aktuell nicht. Hier nochmal was Neues vom Fährmann. Einfach eine Variante mit anderen Stats. Und bei den Beinschienen, da habe ich dann dieses Exorzisten. Ja, habe ich jetzt aber auch nicht so viel gut Neues bekommen. Aber Accessoires, den Handspiegel habe ich. So, als Accessoire. So. Ja, ich bin Low Level, habe keine Heilung. Ich sollte ganz dringend erstmal... Oh, den Typen looten, habe ich vorhin voll vergessen. Göttlicher Reis. Oh, sehr gut, ich kann mir Sachen kaufen. Genau, Seelenkerne wurden gereinigt. Ich überlege, ob ich jetzt auch ganz kurz auf dem... Ob ich auf dem Bazar kurz was kaufe. Zum Beispiel... Eine Heilung. So. Ein bisschen mehr Heilung habe ich mir jetzt gekauft. Sie da unten lasse ich stehen. Und da vorne wartet schon der nächste Yokai auf mich. Oh, wow. Wow. Das ging jetzt schnell. Von Yoki. Yoki der Yokai. Könnte dann auch ein super Folgentitel werden. Yoki der Yokai greift an. Ich glaube, den zu besiegen, das wird jetzt unsere letzte Aufgabe hier.
Ich sehe schon, die müssen wir hier auf dem Feld bekämpfen. Oh. Ja, der haut halt raus, ne? Also er frisst, aber er haut auch raus. Das ist das Geheimnis vom Yoki, dem Yokai. Er frisst, aber er haut auch raus. So, hier oben ist noch immer so ein Feuerspack. Den müssen wir erstmal erledigen. So, Feuerspack ist erledigt. Jetzt kommt Yoki, der Yokai. Boah, fuck, beide. Komm her, Yoki. Boah, auf die letzte Sekunde. Ah, fuck. Boah, wird man ja ganz kribbelig bei dem Spiel. So, ich habe jetzt auch meine Yokai-Power. So, ich ziehe ihn gleich mal hier hinten hin. Oh, oh, blöde Idee. Kommt sie? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss zuerst sie töten. Fuck, ich dachte, sie ist tot. Jetzt ist sie tot. Ja, fuck it. Hab das schon mitbekommen hier. So, Yoki, der Yokai. Besiegt. Ah. Ich bin mal gespannt, ob man dann noch irgendwann erfährt, was die da sagen, wenn sie so sind. Aha, das sind die Zauberopas hier. Ah ja. Ja, seid das, sind die Zauberopas. Willst du Opa zaubern gehen, musst du in den Tunnel gehen. Boah. Wow! Bist du denn? Thank you.
Heieieiei, also hier kriegt man aber auch Gegner vorgesetzt. Wartet mal, ich brauche dafür ein bisschen mehr Energie. Was auch immer wir damit jetzt angerichtet haben. Knochenhaufenspeer. Ein zweites episches Item. Ah, da vorne ist noch so ein Vieh. Pupst mich an. So ein Furzsack. So, was hab ich jetzt gerade noch für eine Waffe bekommen? Den Speer, den Knochenhaufen-Speer. Okay, sieht nicht schlecht aus. Ja. Cool. Wo auch immer wir hier jetzt gelandet sind. Es hat sich für uns auf jeden Fall schon mal gelohnt, so ein bisschen. Jetzt können wir hinten noch wahrscheinlich noch irgendeine Tür öffnen. Oh, Bosskampf-Arena. Weiß ich nicht. Ah ja, man kann hier so ein bisschen durchrennen. Und oben wartet dann wieder so ein Yokai auf uns, da vorne. Ah, das ist nur so ein Flammentypi. Okay, tot habe ich ihn noch nicht, aber der mag das nicht. So. Also ihr merkt, man hat natürlich auch die Combo-Attacken auch nochmal in Bezug auf andere Waffen. Also nicht nur in Bezug auf das, was man sowieso hat. Man hat eben dann auch noch teilweise andere Waffen, die auch nochmal andere Combo-Möglichkeiten geben. Ja, die Folge mache ich jetzt auch ein bisschen länger. Weil wir natürlich jetzt hier auch noch ein bisschen, boah, die Schwergewicht-Axt auch nochmal bessere Qualität. Uiuiui, schnell alles mitgenommen hier. Ja, die Waffe lädt sich hier nach und nach auf. Was das genau nochmal bringt, könnte ich jetzt auch nur raten. Ich glaube, hier unten wären wir da an diesen Geheimgang reingekommen, wo wir gerade waren. Hier oben können wir nochmal so einen Typen looten. Ah ja, dir können wir noch den Weg nach Hause zeigen. Dann haben wir vorhin noch einen vergessen. Der war, wo diese Kreisdame war. Ich glaube, wir müssen da unten rein, oder? Ne, hier war ich. Hier habe ich getötet.
Ein paar von euch haben mich jetzt schon gefragt, ja, Nioh Vergleich zu Sekiro. Ja, schwer zu sagen. Sekiro ist ja viel mehr Character Story driven und Nioh ist ja eigentlich dann wieder eher so diese Spielwelt, das Progress-System, den Charakter weiter ausbauen. Wir spielen ja auch einen eigenen Charakter. Wir spielen ja nicht wie bei Sekiro den Sekiro. Das sind ja alles nochmal Unterschiede, wie diese Spiele dann auch funktionieren und ablaufen. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Boah, meine Waffe leuchtet gerade richtig schön. Ah, wahrscheinlich auch wegen den Dingern, die sie hier zerhauen. Ja, ich glaube, das gibt auch nochmal ordentlich Tinte auf dem Füller. Ja, bloß wo ich jetzt hin muss, das weiß ich noch nicht. Also. Ups, hier unten war ich ja schon, genau. Hier haben wir ja schon überall geklärt. Ja, also ich finde, wie gesagt, Sekiro und Nioh, das sind zwei ganz unterschiedliche Spiele. Also vom einen aufs andere zu schließen... Oh shit, ich glaube, ich habe den Typen kaputt gehauen. Von einem aufs andere zu schließen ist, glaube ich, schwierig. Boah, fuck, ich glaube, jetzt hat er mich. Oh, Glück gehabt. Oder auch nicht. Kommt alles auf eine Karte. Boah, sehr gut. Ja, also wie Sekiro ist halt wieder ein ganz anderes Spiel, finde ich auch, als Nioh. Denn bei Nioh hat man halt dieses coole Loot-System, man hat die Missionen, man kann die immer wieder spielen. Es geht ja darum, wirklich den Charakter immer größer und besser zu machen. Und das ist dann natürlich bei Sekiro zwar auch der Fall, man macht den Charakter größer und besser, aber man hat diese eine feste Story, die man durchspielt. Danach muss man das New Game Plus machen. Man kann eben nicht einfach sagen, okay, ich spiele die Mission nochmal. Wie es eben bei Nioh der Fall ist, wo man eben dann wirklich sagt, ich kann hier ganz viel Zeit verbringen, um immer mehr, ihr seht es ja hier, diese lilanen Waffen zu sammeln. Warum lachst denn du so? Du hast halt voll auf die Schnauze bekommen. Jetzt übrigens wieder. Man bekommt dann ziemlich gut Heilung, ne? Also ich werde hier nicht arm an Heilung. Oder kann man die gar nicht mehr so hochsetzen? Och Gott, schon wieder ein Yokai. Aua, ich werde noch geschossen. Na komm, hier ist eine Yokai-Welt. Jetzt sind wir hier in der Yokai-Welt. Der Schrein ist besudelt. Wow. Oh, fuck it. Okay, scheiße. Gut, ihr lieben Leute. Ich würde sagen, mit diesem Tod beenden wir unsere Demo-Beta-Erfahrung von Nioh 2 mit einem Fazit. Nioh 2 ist bisher ein sehr, sehr cooles Souls-like-Spiel, das mir verdammt viel Spaß macht. Es ist anders als Sekiro. Und das ist auch gut so. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen schneller. Es ist ein bisschen videospielmäßiger. Es hat nicht so diesen ganz krass eigenen Grafikstil. Es sieht eben wirklich so aus wie viele Spiele von japanischen Entwicklern, especially Koei Tecmo, so aussehen. Also wer mal Dynasty Warrior gespielt hat, der wird wahrscheinlich sehr viel am Grafikstil wiedererkennen.
Also das ist alles jetzt nicht unbedingt super krass einzigartig. Das ist wirklich schon dieser Stil, den diese Spiele von Koei Tecmo haben. Ich finde, das spielt sich sehr, sehr flüssig. Also sehr, sehr schnell auch. Ja, ihr merkt, wie wir hier nebenbei abgehen können. Das ist schon ziemlich geil. Ich finde es toll, dass sie weiterhin dieses Loot-System sich so beibehalten haben. Dass man hier vor allem immer mehr Items sammeln muss. Also was wir jetzt hier am Waffen bekommen haben, ich kann es ja mal zeigen. Zum Beispiel haben wir hier mittlerweile jetzt auch noch die Schwergewicht-Axt bekommen. Also nochmal eine richtig fette Axt bekommen. Wir haben das Kiku Ichimonji bekommen. Auch nochmal eine fette Waffe. Ich kann ja mal die Schwergewicht-Axt mal reinhauen. Dann seht ihr die auch mal. Ganz kurz. Zack, ich mag das Kombo-System der Waffen. Das hat sehr viel von Dark Souls. Von Monster Hunter meine ich. Hier, man muss halt dieses. Ne, man muss dieses Waffensystem halt einmal richtig durchmeistern. Da geht dann echt schon einiges. Also ihr seht, jede andere Haltung ermöglicht andere Kombinationsmöglichkeiten für die Waffen. Und das ist schon ein ziemlich geiles Feature. Man kann die Missionen immer wieder spielen, dadurch, dass hier in Missionen unterteilt sind. Das kann ich euch gleich nochmal ein bisschen besser zeigen. Also die Missionskarte kann ich euch gleich nochmal zeigen. Deswegen, also da geht echt einiges. Und dieses Spiel ist dadurch wirklich sehr, 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 sehr vielfältig. So, da unten haben wir nämlich noch den kleinen Kumpel vergessen hier. Da. Zack. Das Spiel ist dadurch extrem vielfältig. Und ihr könnt auch manchmal die Mission in anderer Reihenfolge spielen. Also ihr müsst hier nicht so geradlinig durch. Ihr könnt sie auch immer wieder wiederholen, um durch euren gestiegenen Skill Bosse und Co. zu besiegen, leichter zu besiegen, Items damit zu farmen, euer Equip zu verbessern, falls ihr bei einer späteren Mission scheitert. Ich zeige euch das am besten mal. Das lässt sich am besten am lebenden Objekt zeigen. Kann man das machen hier? Kann ich jetzt einfach hier raus und kann sagen, zurück zum Titelbildschirm. Kann ich die Mission nicht abbrechen? Geht das nicht? Genau, Sonnenuntergang bei Tenno-san. Das sind nur die Tutorials. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier vielleicht auch einfach die Mission abbrechen. Das müsste eigentlich auch gehen, theoretisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Genau, bei Gegenständen. Nee, das ging so, glaube ich. Wartet mal. Ah ja, das hätte ich auch mal benutzen können. Ne, gewährt vorübergehend Immunität gegen Projektilangriffe. Reiseamulett. Ne, das ist nur zum letzten Schrein. Ah, hier lässt sich genau. Verbraucht dein Amrita, lässt die Mission abbrechen. Das heißt, wir können jetzt hier auch nicht weiterspielen. Die Mission ist jetzt abgebrochen. Ob wir unsere Ausrüstung dadurch behalten, weiß ich gar nicht. Aber wir kommen nochmal auf die Missionskarte zurück. Und das möchte ich euch jetzt hier nochmal zeigen, einfach um das Ganze hier gebührend abzuschließen. Und das ist unsere Missionskarte. Das ist unser Ausgangspunkt, der beginnt hier. Dann können wir hier die einzelnen Missionen dann durchgehen. In der Testversion stehen uns nicht alle zur Verfügung. Also das heißt, überall diese ganzen kleinen Orte sind alles Missionen dann später. Jede Mission hat am Ende einen Boss. Erst wenn wir diesen besiegen, haben wir die Mission durchgespielt. Ihr seht, wir bekommen dadurch auch mehr Items. Also man bekommt Bonus-Items für die abgeschlossene Mission. Zum Beispiel Tatsuke Lundenschloss täten wir bekommen. Und ich glaube, in der Testversion gibt es 3 Missionen. Die schalten wir bei erst frei, wenn wir die erste durchgespielt hätten mit Bosskampf am Ende und so weiter. Und diese Mission können wir immer und immer wieder spielen und uns dadurch immer weiter verbessern durch dieses auf Zufall basierende Loot-System bekommen wir immer wieder bessere Ausrüstung und haben Möglichkeiten, unsere Ausrüstung zu verbessern, anzupassen,
Wir können sie auch später noch selber verbessern. Also wir können da auch noch selber über das Crafting-System, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, das sehen wir auch von hier aus gar nicht, oder? Geht das vielleicht... Doch hier, beim Waffenschmied. Ha. Guck mal hier. Können wir uns dann zum Beispiel auch Sachen schmieden. Zum Beispiel hier können wir uns dann Waffen schmieden. Sind jetzt noch nicht ganz so spannend, weil das so Standardwaffen sind. Da sind aber, soweit ich weiß, zufällige Boni drauf. Ich glaube, das sind zufällige Boni drauf. Na, ich habe leider gerade... Irgendwas fehlt mir hier gerade. Schmiedekosten. Ah, ich habe doch das Gold. Ah, nee, ihr seht, ich brauche da oben die Materialien. Ha, oben seht ihr sie. Oben rechts die Materialien. Und die habe ich nicht. Die muss ich halt sammeln. Und dann kann man eben Items verändern. Ne, das Aussehen zum Beispiel. Könnt ihr mir sagen, hier mein Legionsspeer, den will ich jetzt lieber aussehen lassen wie den Knochenhaufenspeer. Also können wir auch noch die Skins durchgehen, finde ich auch sehr, sehr gut. Und wir können auch Items zerlegen, um daraus eben zum Beispiel Materialien herzustellen. Zum Beispiel können wir jetzt hier diesen Yumi-Langbogen zerlegen und bekommen dafür, ich glaube, wir müssen dafür Holz bekommen. Ne, wir haben Holz bekommen. Und ein Umbra zieht. Die können wir einfach alles zerlegen und bekommen dafür immer mehr Items. Zum Beispiel auch Tamahagane und können dann wieder daraus Waffen herstellen. Wir können aber auch. Genau, umformen. Genau, wir können erstmal die Sondereffekte verbessern. Genau, kannst du jetzt hier zum Beispiel sagen. Ich glaube, wir nehmen dann hier irgendwas runter. Zum Beispiel das Brechen. Irgendwie ging das. Dass wir irgendwas runternehmen und dann was anderes draufpacken. Ja, ich brauche halt Umbrazit dafür. Muss ich mir ganz kurz mal was zerlegen, dann kriege ich nochmal Umbrazit. Das will ich mal richtig ausprobieren hier. Wo bekomme ich Umbrazit? Ha, nur aus den guten Sachen wahrscheinlich, ja. Ansonsten bekomme ich doch hier, bekomme ich noch Umbrazit raus. Aber, okay, aus den guten Sachen kriegt man Umbrazit, ansonsten Umbrazit-Fragment. Gut, also wir können dann noch die Items noch nicht verbessern. Sondereffekte können wir verbessern, wir können sie umformen. Also wir können sie auch nochmal richtig selber aufwerten. Also das Crafting-System ist auch ähnlich wieder wie bei Monster Hunter sehr umfangreich und auch ein Kernelement des Spiels. Wie gesagt, ich habe es in Nioh 1 nie richtig durchdrungen. Soweit habe ich Nioh 1 nicht gespielt und Nioh 2 natürlich auch noch nicht. Deswegen alles, was ich jetzt hier sage, ist auch so ein bisschen aus den Fingern gesogen. Also bitte nicht denken, oh, Hyuga hat voll die Ahnung. Und wenn ihr merkt, dass ich sie nicht habe, bitte nicht denken, boah, Hyuga ist hier so ein Aufschneider. Also ich versuche euch nur zu erklären, dass ihr hier halt die Items, die ihr bekommt, noch krass weiterentwickeln könnt. So, verbessere die Stufe deiner Ausrüstung. Das können wir hier machen. Ja, können wir jetzt eine Waffe nehmen. Zum Beispiel unseren Knochenhaufen-Speer. Wir könnten ihn dann zusammen mit dem Kiku Ichimonji nehmen und würden einen Stufe 6 Speer bekommen. Also den Speer einfach nochmal eine Stufe besser. Dann würde er mehr Damage machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen nur ein gelbes Item, dann kriegen wir keine Verbesserung großartig raus. Deswegen, ja. Wäre es wahrscheinlich besser, wir würden uns zack. Hier das Mino Ushigatana nehmen und das könnten wir dann auf Stufe 2 verbessern von Stufe 1. Wie ihr seht, diese Stufen sind auch die Qualitätsstufen mit. Das eben war schon Stufe, ich glaube, 6, also schon eine sehr hohe Qualitätsstufe. Und das könnten wir dann hier noch ein bisschen mit verbessern. Also hier können wir auch, wenn wir diese ganzen Items bekommen, die sind ja nicht alle Müll. Die kann man natürlich alle auch verkaufen, um daraus Kohle zu machen. Man kann sie aber auch nehmen, um sie gegenseitig aufzuwerten. Das finde ich auch ziemlich geil. Das geht für Waffen sowie als für Rüstung. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe jetzt 3 Runs gemacht, habe dasselbe Item jetzt 2-mal in einer guten Version bekommen, mache ich eine doch bessere Version draus. Oder ich habe es eben 2-mal in der mittleren Version bekommen oder in der mittelmäßigen Version bekommen, mache ich eben eine gute Version draus. Das alles geht hier. Das finde ich ziemlich gut. So, dann haben wir noch ein Dojo. Da können wir nochmal Tutorial, also da können wir nochmal vieles einstudieren. Gerade für die Kombos ist das ganz gut. Dann haben wir hier einen Schrein und eine Hütte. Können wir unser Aussehen ändern und Ausrüstungssets verwalten, Illustrationen ansehen. Ja. Naja, folgende Yokai können nun deine Hütte besuchen. Kodama, Sudama, Sune, Kosuri. Genau. Illustrationen ansehen.
Ah ja, Sachen, die wir dann so freigeschaltet haben. Ah, sehr cool. Man muss ja sagen, das Spiel ist schon wirklich sehr, 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 sehr cool. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, oh, das Spiel ist ja so Anime-Manga-haft. Ja, das stimmt natürlich. Ist das ein Baby, was sie da vorne hat? Ja, eine trauernde Mutter. Ach du Schreck. Wie ihr seht, könnt ihr hier auch noch Sachen nachlesen zu den einzelnen Yokais. Ah, Kodama, Baumgeister. Sunikosuri, da, das ist diese Katze gewesen. Ein Yokai in Gestalt einer besonders korpulenten Katze. Ja. Schutzgeist, Illustration, oh, sehr schön. Also das Spiel ist einfach unglaublich, unglaublich vielseitig. Also es lohnt sich wirklich, wenn ihr auf japanische Spiele steht, also das ist wirklich was für Leute, die auf Japano-Games stehen. Und das bin ich, also ich mag japanische Videospiele. Wenn ihr auf Anime-Manga steht, natürlich klar. Wenn ihr ein bisschen auf japanische Geschichte steht, wie gesagt, das Ganze spielt zu Zeiten oder kurz nach der Zeit von Nobunaga, die Shogun-Kriege. Das ist natürlich alles hier sehr überzogen und mit den Yokais auch sehr esoterisch, aber es greift so ein bisschen diese Spielwelt natürlich mit auf. Oder diese Welt, es greift diese geschichtliche Welt auf und vermischt sie mit einem Videospiel und macht daraus so eine halbhistorische Videospielwelt, halt mit sehr vielen coolen Elementen. Und wenn ihr halt auch auf Souls-like-Games steht, dann ist das was für euch. Also es ist ja schon sehr viel Dark Souls mit drin, mit Blocken, Ausweichen, im richtigen Moment zuschlagen, Movements lernen. Ihr habt da sehr viele Möglichkeiten während des Kampfes, also alleine die Blockfähigkeiten, die Yokais, die ihr euch noch als Attacken mit dazu nehmen könnt. Das habe ich alles noch gar nicht richtig ausgespielt, das hätte ich alles noch mitmachen können. Aber das kommt natürlich auch alles, wenn wir dann Besichtigung. Was kann man hier denn machen? Achso, jetzt können wir hier uns nur Sachen angucken. Ah ja. Das kommt dann alles, wenn wir dann das Let's Play spielen. Ach, die Dinger finde ich total süß. Die Sudama und Kodama, die sind voll süß. Und ja, Sunikosuri ist auch mega süß. Wie gesagt, das kommt dann alles, wenn wir dann das Let's Play spielen. Ihr lieben Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen guten Ersteindruck von Nioh vermitteln. Das Ganze, also die Beta oder die Testversion endet dann jetzt in ein paar Stunden. Deswegen ist das auch die letzte Folge. Sie ist ein bisschen länger, das ist ganz gut. Dann bekommt ihr nochmal einen besseren Eindruck von dem Ganzen. Und dann sehen wir uns spätestens alle zum Let's Play wieder, würde ich sagen. Denn darauf habe ich mega Bock. Vielleicht spiele ich in der Zwischenzeit sogar noch Nioh 1 ein bisschen auf dem Kanal weiter. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt. Generell freue ich mich auf eure Kommentare zum Spiel, was ihr bisher von Nioh haltet. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie gerne rein. Ansonsten können wir auch so noch ein bisschen talken. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns wieder in einem nächsten Video und allerspätestens zum Nioh 2 Let's Play der Vollversion. Haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. BB, euer Hyuga.